Hallo und herzlich willkommen an einem neuen Arbeitstag bei der Firma Enjoy Fahrzeugfundung. Weißt du, was mir auffällt? Dass ich mal grinse, wenn ich das ansage. Dir ist das selber aufgefallen? Sympathisch. Ich bin beim Grinsen dabei. Ich weiß nicht, ob das, weil ich froh bin zu arbeiten oder... Wenn der Patrick das hört, furzt er. Was? Er furzt gerade. Nee, ich komme wieder runter. Nee. Lieber nicht. So, das erste Auto, was wir hier stehen haben, für eine Vollfolierung. Porsche 911 992. Ist ein 911, ne? 911. Steht zumindest unten. Müsste einer sein. Ist ein 911. So, ist ein 911 992. Fahrzeug steht hier. Wird der erste 992 sein. Finde ich gut. Fahrzeug schön. Also ich finde das Fahrzeug echt schön. Wir haben jetzt keinen anderen Porsche hier zum Vergleichen, aber... Hier haben wir zum Beispiel, bei dem 992 sind die Kotflügel schon mal anders. Ja? Das erinnert so ein bisschen an den 993 von früher, dass es praktisch einmal komplett den Scheinwerfer umfasst. Bei den anderen war es ja immer hier so abgeschnitten. Hier und hier. So. Fahrzeug bekommt eine Vollfolierung einfarbig. Da wir das Fahrzeug so noch nicht gemacht haben, wird das Fahrzeug auch zum ersten Mal Schwierigkeiten haben. Wie auch jedes andere Modell. Spiegelkappen sind nicht großartig anders als die anderen, auch die Grundkarosserie nicht unbedingt anders. Türgriffe sind, ich würde jetzt sagen, wesentlich einfacher als die von dem Porsche, den wir gleich zeigen, weil es ein älterer Porsche ist. Ja, dann haben wir hier noch den Heckflügel, der aber auch zu demontieren geht. Hier haben wir nochmal die einzelnen Streben, die allerdings nicht in Wagenfarbe kommen, sondern in Schwarz. Ja, an sich eine Vollfolierung. Dach ist Carbon, bekommt die Steinschlagschutzfolie auf dem Dach. Deswegen würde ich sagen, könnt ihr direkt ein bisschen zuschauen, wie wir folieren. So, Porsche 911 992 Turbo S. Sind wir jetzt in den fast letzten Zügen. Wir sind noch gerade bei der Beklebung. Hier können wir das mal einmal zeigen, weil wir die Türen ja demontiert haben. Ist ja eine Premium-Folierung, die das Fahrzeug bekommt. Eine Tür, die komplett foliert ist. So, bitte einmal von innen gucken. Ja. Man sieht hier, die kompletten Innenbereiche sind foliert. So, hier ist die Tür, die noch beklebt wird, innen sowie außen. So, dann haben wir jetzt gerade Patrick und Luciano, die Einstiege folieren. Die Einstiege allerdings mit den Seitenteilen zusammen. Sieht so aus. Ja. Sind nicht mehr sehr viele Teile zu folieren. Ich würde sagen, es ist Zeit für den Porn. Geil, ne? Richtig gut. Richtig gut. Ist Zeit für den Porn, deswegen Porn, go. It's the land of the free, home of the brave, but a lot of us in here are still enslaved. Please take caution on every single thing that you preach. The big elite got us in a tight grip on a leash. It's freedom of speech, but you wanna take my page down? Is it cause our sisters spit that real shit now? Crazy black woman, clown, how you figure? I went to school, came out, and then stacked my figures. I could have been laid up, child support paid up, grabbing mad choppers to your hood to spray it up. My life ain't never ever been a fairy tale, Jack. I think it's time for me to keep it all the way trill. Sit back, relax, there's some things I'm gonna reveal. I grew up in the quick hot sand mud trenches, mad rainy days, so you know I kept slipping. Ain't no need for me to cry, cause I'll always be contending. Does it path for righteousness? It just ain't an easy road, but I'm trying every day to do one of the day. So, Zwischenstand.
G-Klasse. G-Klasse soll ja hoffentlich diese Woche noch fertig werden. Hoffentlich. Haben wir gesagt, Standprojekt steht einige Wochen. So, aktueller Stand, Stoßstangen. Sind foliert. Ein, zwei Kleinteile, hier so die Ecken von den Stoßstangen werden jetzt gerade noch foliert. Und sonst haben wir am Fahrzeug noch die Seite. Genauso wie letzte Woche. Türeinstiege, Türinnenkanten und ja, Seitenteile und praktisch diesen kleinen Kotflügel. Der A-Säule. Und Dach. Und Scharniere. Beziehungsweise nur die Scharniere, weil da haben wir eine glatte Fläche und können es folieren. Ja, der Range Rover Sport ist auch in den letzten Zügen. Da gehen wir nachher noch drauf ein. Jetzt geht's zum 997 Turbo. 997 Turbo. Fahrzeug hat eine Folierung in Rot bekommen. Fahrzeug war allerdings vorher auch rot. Das können wir mal kurz zeigen. Für alle Porsche-Liebhaber oder Porsche-Kenner. Indisch-Rot ist dieses typische helle Rot. So. Ja, was heißt hell? Ne? Es ist schon knalligeres Rot, aber ich sage jetzt hell, weil unseres ein Tacken dunkler ist oder knalliger ist. So. Hat bekommen ein knalliges Rot. Lach Bobby, willst du dann? Bobby möchte gleich sein Auto abholen. Der hat gerade getanzt, aber hat man nicht gesehen. Wird später? Ja, später. Ja, bis 8 Uhr sind wir da, ne? Ja, okay, danke. Ja, alles klar. Sollen wir noch putzen, drinnen saugen? Ja, geil. Ja, machen wir Macht mit. Macht ihr aber immer, oder nicht? Machen wir immer. Ja. Ciao. Ciao. Ja, Bobby holt gleich sein Auto ab. Ja, das Einzige, was wir highlightmäßig hier reingebracht haben, können wir mal kurz zeigen. Der Turbo-Schriftzug hat eine goldene Stirnfläche bekommen, damit das Ganze zu den Felgen passt. Sonst an sich, wie gesagt, eine Folierung in komplett Rot. Ich würde sagen, ein paar schöne Bilder gibt es jetzt auch. Fahren das Auto hin da hoch. Gibt einen Porn. Genau. So, wir haben hier noch ein Fahrzeug oder noch mehrere Fahrzeuge stehen. Audi Q3 Sportback, nennt sich mittlerweile Sportback, ne? Genau. Q3 Sportback. Haben wir zwei, drei Kleinigkeiten foliert. Und zwar, der hat nämlich einmal diese Fensterleisten, die vorher in Chrom waren, in Schwarz-Hochglanz bekommen. Beide Seiten natürlich. Und den Kühlergrillrahmen, welcher vorher komplett in Chrom war, in Schwarz glänzend bekommen. Ja, haben wir noch ein Fahrzeug stehen, der auch Chromleisten um die Fenster hatte, beziehungsweise nur unterhalb der Fensterlinie und die auch schwarz bekommen. Und zwar dieser schöne Opel Vectra. Hier diese Leisten. Uiuiuiui. Und der hat jetzt keinen Kühlergrillrahmen, aber eine Kühlergrillspange. Die hier, die war vorher in Chrom, ist in Schwarz gekommen. So, und jetzt können wir euch den fertigen Range Rover Sport zeigen. Steht jetzt hier, haben wir praktisch einmal komplett eingepackt in Metallic Schwarz oder Schwarz Metallic. Ich kann es mal kurz zeigen. Also das ist Hochglanz Schwarz und das ist Schwarz Metallic. Gibt es natürlich verschiedene Schwarz Metallic Farbtöne. Das ist jetzt einer, der einen sehr hohen Metallic Anteil mit in der Folie hat. Das Fahrzeug war vorher weiß. Einstiege sind nach wie vor in Weiß geblieben. Von außen nicht ersichtlich. So, ich würde sagen, gibt einen kleinen Porn zu dem Fahrzeug. Deswegen fahren wir das Auto raus und dann könnt ihr den Porn sehen. Genau jetzt. My ex thinks I'm a junkie. All she does is judge me. Every fucking party mixing ecstasy with bubbly. Friends want me to detox. They said it's getting ugly. I stopped wearing white tees. Cups running muddy. House looks like a pig's den. Messy like the soccer player. Faith going wee wee. I've been contemplating other prayers, religion and paper, slaying basics. I hate green faces. Does that make me a racist?
pieces. Money is the root of evil, the world has changed. I can't be the... So, zum Ende des Tages oder Ende dieser Woche gibt es jetzt noch mal ein paar schöne Fragen, die wir beantworten. Hol ich mir direkt hier eine Schnappe. So, der R32 im Video hatte bei der Stoßstange vorne einige Einschläge. Weist ihr den Kunden darauf vorher hin? Danke, macht weiter so. Weißt du, welcher R32? Ja, der graue. Ja, ich auch. Nado Grau. Ja, genau der. Ja, der hatte wahrscheinlich ein paar Einschläge zu viel drin. Das kann schon mal vorkommen. Meistens weisen wir die Kunden auch darauf hin. Es ist aber immer im Ei, also klar, in unserem Interesse ist es natürlich immer schön, eine ebene Fläche zu haben, eine glatte Fläche zu haben, aber nicht jeder sorgt dafür, sagen wir es mal so. Ja. Ja. Das sind ja auch Sachen, die wir dann mit anbieten, allerdings dann in Zusammenarbeit mit unserem Lackierer, was aber auch nur selten vorkommt. Ja, weil Fahrzeug müsste mindestens einen Tag länger stehen und es hängt halt immer von dem Ausmaß der Steinschläge und der Menge ab. Ja. Ja. Dankeschön. Nächste Frage. Eine kurze Frage. Gibt es die Forged Carbonfolie auch in glänzend? Ganz kleiner Augenblick, ja? So, die glänzende Forged Carbonfolie gibt es auch in glänzend. Also die Forged Carbonfolie gibt es auch in glänzend. Sieht dann so aus. Hat auf jeden Fall was. Ich finde, es ist immer noch nicht 100% so, wie ich es haben möchte. Aber wir arbeiten dran. An einer noch besseren glänzenden Forged Carbonfolie, was sehr schwierig wird. Also es erweist sich als sehr, sehr schwierig. Aber ein bisschen erkennt man das schon. Ne? So, Frage, könnt ihr mal den Effekt vergleichen zwischen eurer normalen Carbonfolie und einer normalen matten Carbonfolie, überzogen mit glänzender Steinschlagschutzfolie? Können wir machen. Warum nicht? Wenn darum gebeten wird, gerne. Jetzt müssen wir aber dazu sagen, dass... Das ist so gesehen nicht unbedingt... Ja, wir werden jetzt gleich das Ergebnis sehen. Also, das ist die matte Carbonfolie. Strukturfolie, weil man fühlt die Struktur. Das ist eine Steinschlagschutzfolie, glänzend. Und das ist unsere glänzende Carbonfolie. Ja? Meiner Meinung nach Optik sehr, sehr schön. Vor allem verklebt. So. Jetzt kleben wir hier die glänzende Steinschlagschutzfolie drauf. So, ja, so wie ich gedacht hatte. Also man sieht jetzt natürlich erstmal nicht so viel. Das sieht ja aus wie so vom Rennauto oder so. Die Carbon. Man sieht die Carbonstruktur nicht mehr. Das sieht komisch aus, ne? Sieht ein bisschen aus wie so Kevlar. Ja, ja, Kevlar. Genau, Kevlar. Ja, das sieht eher aus wie Kevlar. Also, wir haben jetzt auch das nagelneue Kevlar hier. 3D, Original, ne 5D, 6D, Entschuldigung, 6, 7D, 8D, wer bietet mehr? 9D, 9D Kevlar haben wir hier. Nein, also, ja, die Steinschlagschutzfolie überzogen mit der glänzenden Steinschlagschutzfolie. Hier haben wir nochmal einen Unterschied und hier auch den Unterschied. Also, würde ich sagen, meine Erfahrung sagt, wir bleiben bei dem schönen glänzenden Carbon. Ja, Kevlar. Wir haben jetzt Kevlar-Folie. Das ist echt cool. Muss ich Jean-Pierre zeigen. Ey, der macht bei dem ganzen Innenraum von den Autos Kevlar. Ja, haben wir gemacht. Oh. Einen Versuch haben wir gemacht. Auseinandergerissen? Ist auseinandergerissen. Wie das denn? Weißt naja, du? Egal. Ist nicht so schlimm. Aber ich kann es trotzdem lesen. Hallo Männer, top Arbeit und Wahnsinns-Porn, die ihr jeden Freitag raushaut. Hut ab. Das MR2-Projekt feiere ich hart. Ich auch. kam sehr unerwartet. Und Manus Porsche, Digga, was ist das für eine Farbkombi? Ich lese es so vor. Ja? Digga, was ist das für eine Kombi? für eine Farbkombi? Was für ein Porn? Ne? Auch nochmal Chapeau. Ja, Porn war sehr, sehr gut. Manu hat bei seinem Instagram-Post von 718 gesagt, dass wir euch fragen sollen, um herauszufinden, welche Farbe das auf dem Auto ist. Darauf habe ich ehrlich gesagt auch gewartet beim Video. Haben wir aber nicht erwähnt. Doch, haben wir erwähnt. Vorher. Drei oder vier Wochen vorher. Wäre cool, wenn man das hier als Kommentar oder im nächsten Video mal ansprechen könnte. Bleibt gesund, bis nächsten Freitag und Grüße aus Österreich. Grüße aus Dortmund in das schöne Österreich.
Österreich. Nein, ist schon Österreich. Wie würde Frank sagen? Frank würde sagen Österreich. Frank ist nicht mehr da. Frank sagt Österreich. Österreich. Guck mal, weißt du, was Zufall ist? Guck mal, welche Farbe hier wir gerade hier liegen haben. Das ist, der Farbton ist Kaki matt. Haben wir gerade rein zufällig hier liegen, weil... Gehen wir nächste Woche. Zeig einmal ganz kurz. Geht dem Ende zu. G-Klasse. Habt ihr nächste Woche fertig im Video. Deswegen haben wir jetzt hier rein zufällig Kaki glänzend. Und so heißt auch die Folie oder der Farbton Kaki glänzend oder Kaki Glanz. Hersteller können wir euch kurz sagen. Wir haben die jetzt zweimal verwendet. Einmal von dem Hersteller Inositec. Erweist sich aber als sehr, sehr schwierig und leider mit einigen Problemen. Deswegen haben wir uns gegen die Folie entschieden. Bei dem Farbton zumindest. So, das hier ist die Farbe 1 zu 1 dieselbe. Okay, aber Orangenhaut ist halt, ne? Also so mit bloßen Augen. Ja, warte, hier ist jetzt noch eine, Schutzfolie. Achso, ja, stimmt, ne? Hier nicht. So, wenn die Schutzfolie ab ist, aber die Folie ist generell glatter. Ja, das hängt einfach vom Verfahren ab. Das ist Manus Folie, aber farbtechnisch sind beide gleich. Ja. Identisch. So, wir haben das genommen. Ist eine Folie aus dem Hause PWF, Bruxafol. Bekommt auch nicht jeder Folierer oder jeder Händler. Bei uns kriegst du es. Kaki Matt. Kaki Glanz. Kaki Glanz, Entschuldigung. Kaki Matt ist das hier. Kommt auch noch dem nächsten Fahrzeug. Wann wollen wir den mal zeigen? Ach so. Ja. Ha, da warten wir auf eine Person. Bald schon 2 Monate Folie und Auto immer noch nicht gezeigt. Ja, da ist einer schuld, ey. Ja, müssen wir ein bisschen am Arsch treten, ne? Ich hab damit nichts zu tun. So, willkommen Sandro. Hallo. Dürfen wir erfahren, wie die Folie vom Modell 3 heißt? Sieht wirklich sehr gut aus. Grüße aus Nürnberg. Grüße nach Nürnberg aus Dortmund. Welche Farbe, Danny? Lucius Lips. Nennt sich Lucius Lips. Ist ein Candy Rot, kurz gesagt. Ja? Der Hersteller nennt es Lucius Lips, wir nennen es Candy der Rot. Der Hersteller nennt sich Lucius Lips? Nennt es Lucius Lips. Ach so, Lips. Nennt es. Letzte. Wenn man auf einen glänzenden Metallic-Lack eine matte Steinschlagschutzfolie macht, um das ganze Auto in matt zu haben, geht dann der Metallic-Effekt verloren? Nein, der geht nicht verloren, können wir so sagen, weil es ja nur eine transparente Folie ist. Aber was wir sagen können, der Metallic-Effekt ist generell bei den matten Farben, gerade wenn man das mit der Steinschlagschutzfolie überklebt, ich nenne es jetzt mal gedimmt. Ja, man nimmt den Metallic-Effekt so ein bisschen, nicht komplett raus, aber man dimmt es ein bisschen runter. Das zu den Fragen. Dankeschön für die Fragen. Weiterhin fleißig kommentieren. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Danke fürs Zuschauen. Patrick sagt ciao. Ja, schönes Wochenende. Ich habe Feierabend. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. But a brave, but a lot of us in here are still enslaved. We take caution on every single thing that you preach. The biggie lead got us in a tight grip on the